Okay. Ach so, wir haben eine Notiz gemacht, genau. Das Wernicke-Entlassungsinterview. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams anämischer Bruder. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme. Ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutungen, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb. Den Film, den sie zeigen. Er setzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinzle und sehe Rorschach-Tests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen. Ich höre es in meinen Knochen. Oh, Freunde, es wird richtig schnucklig hier. Ja, Folge der Blutspur, da geht die Blutspur lang. Wir schließen mal die Tür, dass wir hören, wenn jemand kommt. Warum muss die Tür jetzt... Hier stehen mir echt so viele Schränke. Was war das? Ah, ah, Herz, Herz. Herz, mein Herz. Ich kann doch hier jetzt nicht die Schränke aufmachen. Bitte? War der falsche Schrank? War auch der falsche Schrank? Ich will den Schrank finden, wo der Typ drin sitzt. Finde ich nie. Du musst hier reingegangen sein. Ah, hier. Da ist er drinne. Da ist er drinne. Wir müssen Wernicke finden. Warum gibt es diese Räume? Warum sind da keine Batterien? Aber eine Akte, ein Dokument. Sehr schön. Das haben wir doch gesucht. Heute sind wir wieder nur am Lesen. Nekrotisierende Facilities. Facilities. Was wascht dir schön regelmäßig die Hände? Betreff fleischfressende Bakterien? Schrieb nekrotisierende Facilities. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Also irgendeine Notiz wahrscheinlich. Also jetzt nicht von uns, sondern von den Mitarbeitern hier. Ich bewege mich relativ sicher hier, muss ich feststellen. Das kenne ich gar nie von mir. Oh Mann, meine Batterien. Warte, warte, warte. Batterie geht leer. Och, knall doch die Türen nie immer so. Ich hab... Oh mein Gott, ich ahne Böses. Da liegt eine Batterie. Ich ahne trotzdem noch Böses. Da liegt der Schlüssel, Alter. Der Schlüssel? Der Schlüssel zum Glück? Ist es der Schlüssel zum Glück? Oh Gott, Alter! Du behindertes Vieh, ey. Hä?
Jetzt macht er die Tür nicht mehr auf. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, mein Herz. Hä? Ja genau, wahrscheinlich ist er jetzt... Hä? Was machst denn du? Wahrscheinlich ist er jetzt hier lang gekrabbelt. So einfach mal schnell an der Wand lang und rennt dann da raus. Der kann das wahrscheinlich noch in seinem Zustand. Hä? Oh, Vorsicht, springen. Okay, wir sind drin. Wir sind drin. Kann man den ausschalten? Das Geräusch nervt mich. Wieso ist denn jetzt da die Tür auf gewesen? Das war ja die Tür, wo wir jetzt hier reingekommen sind. Finde Vater Martin in der dritten Etage. Alter, jetzt... Hä? Jetzt muss ich wieder nach oben, oder was? Ich will doch mal endlich hier rauskommen. Was ist denn da los? Ey, warte mal, wie... Warte mal. Oh nein, wir brauchten einen Schlüssel. Wir müssen rennen. Müssen wir rennen? Kommen wir hier durch? Nee, ist abgeschlossen. Scheiße. Kommen wir jetzt hier durch? Nee, kommen wir ohne. Wir müssen wieder zurück. Verdammt. Da war nämlich dieses Tor, was da zugeschlossen ist. Wir müssen einfach rennen. Aber ich habe Angst. Oh nein. Oh nein. Der Dicke. Es ist der Dicke. Oh Mann. Specky. Mac Specky ist hier wieder am Stissel. Ja komm, den haben wir ja heute schon gesehen, ne? Beziehungsweise heute. Eigentlich in der letzten Folge schon. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Hallo, was ist denn los mit dir? Was ist denn da? Kommen wir da durch? Da kommen wir nicht durch. Verdammt, 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 verdammt. Darüber, los. Geh, 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 geh. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht mehr. Los, komm. Fahrstuhl? Nee, was war denn das? Das hier, ne? Jawohl, genau. Los, rein, 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 rein. Tür zu. Jawohl, genau so wird's gemacht. Und immer schön den Pfeilen folgen. Alter. Diese Musik, das ist diese nervige Musik, das ist, glaube ich, der nervigste Soundtrack in diesem ganzen Spiel. Und der angsteinflößendste. Küche? Küche, Küche, Küche? Kann mal bitte diese Musik aufhören? Und wir sind hier einfach drinnen, ne? Küche. Küche. Ganz, ganz normale Küche. So. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Wo müssen wir denn hin? Alter, diese... Alles abgeschlossen. Müssen wir in den Fahrstuhl oder müssen wir erst dahinter?
höre eine Orgel. Ich gehe mal hier hinter. Guten Tag. Keine Angst, ich tue hier nichts, wenn sie mir nichts tun. Aber selbst dann kann ich hier nichts tun, weil die Entwickler das leider nicht zugelassen haben. Hallo? Können Sie mit mir reden, bitte? Entschuldigen Sie, hallo? Hallo? Gucken Sie mich doch mal an, wenn ich mit Ihnen rede. Nee, der wird uns nichts verraten. Aber wozu ist dieser Raum dann sonst da? Was? Warte mal, ey, wo geht denn das hier überall hin? Warte mal, ich will noch mal ganz kurz zum Fahrstuhl. Ich weiß, ich renne hier sehr oft hin und her, aber es ist halt so, ich will halt nichts übersehen, ne? Können wir hier mit dem Fahrstuhl fahren? Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Natürlich kann er da oben nicht die Luke kaputt machen. Oh, diese Kamera. Und kann dort nicht durch den Fahrstuhlschacht klettern? Es ist einfach unmöglich, es geht leider nicht. Deswegen müssen wir jetzt hier wieder in diese gruselige Area vordringen. Wo bestimmt wieder ein Heinz auf uns wartet. Und wir müssen einen Schlüssel besorgen. Wieder einmal ein Schlüssel. Alter. Okay, Dokumente. Nee, Quatsch. Notizen. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Jetzt, diese atmosphärischen Störungen, soll das vielleicht bedeuten, dass das immer wieder diese komischen Geräusche sind, dieser gehasste Soundtrack von mir? Ist das so? Hier kommen wir gar nicht durch, wir müssen hier durch. Alter, die beten hier überall. Oh mein Gott. Genau. Wahrscheinlich will ich da jetzt durchgehen. Und die Tür ist zu, ne? Nö. Naja, ist ja logisch. Auf der anderen Seite. Hier ist nirgendwo was drinne. Schade eigentlich. Boah, ich will da gar nicht lang gehen. Oh mein... Hallo. Die beten hier überall. Ach du Scheiße. Das ist hier ein richtiger Gebetsverein, Freunde.
Hey, ich warte bloß, dass ich irgendwo eine Tür aufmache und dann steht auf immer einer vor dir, der nicht betet. Oh Gott, Junge. Okay, hier geht was. Oder hier ist ein Fenster offen. Aber alle, ne? Alle voll am Beten hier. Alle voll in ihrem Element. Nirgendwo. Au, au, au. Akte, 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 Akte. Aktezeichen, Aktenzeichen XY ungelöst. Alter. Batterie, Batterie. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich durch dieses Fenster gehen. Wahrscheinlich durch das Fenster steigen. Halt, falsches Zimmer.